Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim. Ja, wie ihr seht, eine neue Insider-Club-Lok hat den Weg zu uns gefunden. Welche das ist und was sie kann, zeigen wir euch jetzt. Ja, dann wollen wir mal auspacken, was das für eine Schönheit ist. So, man kann es schon ein bisschen erkennen. Tada! Es ist die V320-001. Und dann wollen wir sie mal rausholen. Schön verpackt. Hier haben wir Zurüstteile dabei. Ein Tütchen. Ja, und sie ist wirklich gut verpackt. Nochmal Folie, Tücher. Und hier ist die schöne, riesengroße Lok. Ja, und was die kann, das zeigen wir jetzt gleich. Da haben wir den Gigant der Allgäubahn. Ja, die wuchtige 26,4 cm lange V320-001. Ja, sie wirkt sehr gewaltig, auch von der Frontansicht her. Eine einzigartige Lok, die es auch nur noch einmal gibt. Sie war die größte, schnellste und stärkste Diesellokomotive der Deutschen Bundesbahn. Ja, auch sehr detailreich, wenn man hier oben die Lüfter sieht. Man kann hier reinschauen. Auch die, mal gucken, ob wir hinkommen. Die Bedruckung. Klar, deutlich, wunderschön. Griffstangen. Ja, und dann wollen wir mal die Funktionen der Lok zeigen. Unter F0 haben wir das Spitzensignal. Drei weiße. Und in Fahrtrichtung. Und wenn sie andersrum fährt, zwei rote Schlusslichter. Unter F1 haben wir die Maschinenraumbeleuchtung. Sieht man vielleicht da am Mittelfenster hier, wenn man da drauf achtet. Ja, unter F2 haben wir eben Betriebsgeräusch und Lüfterdrehen. Kommen wir nochmal dazu nachher. Unter F3 haben wir Geräuschsignalhorn. Unter F4 ABV aus, unter F5 Geräusch Bremsen quietschen aus, unter F6 Führerstandsbeleuchtung 1. Funktioniert. Unter F7 Geräusch Signalhorn kurz. Unter F8 Führerstandsbeleuchtung 2. Unter F9 Lüfterpaar 1 Geräusch Lüfter. Unter F10 Lüfterpaar 2 Geräusch Lüfter. Unter F11 Geräusch beide Lüfterpaare aus. Nein. F12 Geräusch Druckluft ablassen.
unter F13 Geräusch Diesel nachfüllen. F14 Geräusch sanden. Hört man nichts. Doch. Und F15 Geräusch bremsen, quietschen an. Und F16 Geräusch Puffer an Puffer. F17 Geräusch ankuppeln. F18 Geräusch abkuppeln. Unter F19 haben wir den Schaffnerpfiff. F20 Geräusch Bahnhofsansage. Auf Gleis 2 fährt ein der D97 Rhône-Isar von Genf nach München. F21 Geräusch Zugdurchsage. Nächster Halt, Lindau. F22 Spitzensignal Führerstand 2 aus. F23 Spitzensignal Führerstand 1 aus. F24 Rangiergang. F25 Rangiergang und Rangierlicht Doppel A. F26 Geräuschkompressor. F27 Geräusch Führerstandstüre auf. F28 Geräusch Führerstandstüre zu. F29 Umgebungsgeräusch Bahnhof. Und dann habe ich hier noch eine Funktion F30. Die ist aber nicht aufgeführt hier. Mal reinhören. 1956 begann die Firma Henschel mit der Konstruktion der mit 23 Metern Länge und 122 Tonnen Gewicht bis heute größten und stärksten dieselhydraulischen Lok Europas. Die 1962 fertiggestellte V320-001 gelangte 1963 als Mietlok in den Bestand der Deutschen Bahn in das BW Hamm. 1965 übersiedelte sie nach Kempten und beförderte vorwiegend schwere Schnellzüge zwischen München und Lindau. Einer ihrer Starzüge, gekuppelt aus dem damals modernsten Wagenmaterial von DB und SBB, bildete der D96 Isaron. Ja, eine kleine Anekdote über die Lok. Ja, und jetzt kommen wir eben nochmal zu der F2 bzw. zu den Lüfterpaaren. Denn da gibt es eine Besonderheit. Die Lok verfügt nämlich über zwei Lüfter auf der einen und zwei Lüfter auf der anderen Seite. Und wir wollen euch jetzt mal hier das zeigen, wenn wir nämlich nochmal die F9 anmachen. Da muss ich hier hin. So. Nein. Da. Probieren wir es mal aus. Ja, ihr seht's, dann drehen die sich nämlich mit. Und das ist natürlich ein tolles Gimmick. Kommen wir nochmal zu F2, dem Betriebsgeräusch. Was auch interessant ist, dann laufen die Lüfter auch los.
Hier ganz schnell. Hier etwas gediegen. Ja, ich hätte gern die Lok euch mal gezeigt, wie sie fährt. Aber ihr seht, sie ist wirklich so mächtig, wuchtig, dass sie mit einem Drehgestell auf dem Führerstand, auf dem Rollenprüfstand steht und mit dem anderen auf dem Gleis. Und wenn ich sie jetzt fahren ließe, würde sie davonfahren. Ja, die V320-001, eine sehr große, impulsante Lok. Und ja, wer nun Interesse daran hat, an dieser Lok, der sollte gucken, dass er eine bekommt. Und ja, sich dann selber daran erfreuen. Wir haben ja auch das Wagenseet, das aber bei uns zu einer Dampflok gehört. Und dass er so bleibt. Was mit der V320 hier im Hintergrund passiert, weiß ich noch nicht. Das wird man sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Lokvorstellung. Und ihr seid bei der nächsten Lokvorstellung bzw. beim nächsten Video auch wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV aus dem schönen Bad Dürrheim. Ja, bis dahin, viele Grüße, euer Markus und... Tschüss.